Ja, Lüde, grüß dich. Ich hoffe, du kennst mich noch, Philipp Gugula. Bei dir muss man immer nachfragen, du vergisst deine Mitspieler schon nach 2 Tagen. Nein, Spaß beiseite. Also Lüde, ich glaube, wir haben über 10 Jahre zusammengespielt. Am Samstag ist es endlich soweit. Dein hochverdientes Abschiedsspiel. Ich hoffe, die Halle ist voll und ja, es wird ein unglaublicher Tag für dich. Also schönen Abend und wir sehen uns später. Hi Lüde, viel Spaß am Samstag, genieß deine letzte Eiszeit und lass doch mal ordentlich krachen. Ich hoffe, du hast jetzt Spaß in deinem weiteren Leben und mit dem Abschlussspiel lässt das Eishockey hinter dir, zumindest auf dem Eis und alles Gute für die Zukunft. Ja, Mirko Lüdemann, komisch jetzt nach so vielen Jahren hier in die Kabine zu kommen und er ist nicht mehr da, er ist ja irgendwie immer noch da, aber sitzt jetzt nicht mehr mit uns im Bus vorne. Er war immer der, nach einer langen Auswärtsfahrt, alle haben geschlafen, der ganze Bus war dunkel. Nur Mirko Lüdemann saß vorne ganz allein auf seinen 4 Plätzen mit dem Playstation-Koffer und hat 7 Stunden durchgezockt. Irgendwie komisch, diese Lache nicht mehr zu hören vorne im Bus. Servus Lüde, ich wollte dir alles Gute wünschen. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammengespielt zu haben. Es war eine geile Zeit mit dir, ich habe viel gelernt und danke für alles. Ja, hallo Lüde. Ja, ich durfte auch 3 Jahre mit dir spielen und warst immer ein Vorbild für mich. Auf und neben dem Eis und ja, ich wünsche dir für deine baldige Zukunft alles Gute und bleib gesund. Ja, Mirko Lüdemann, jetzt ist es soweit, Samstag, deine letzte Eiszeit. Wie groß ist die Vorfreude bei dir? Ja, die Vorfreude ist natürlich schon riesig. Jetzt, wo es jetzt in den letzten Zügen ist, in den letzten paar Tagen, wird es natürlich immer mehr. Wo wir damit angefangen haben, vor 3-4 Monaten, da war es noch relativ ruhig gewesen, aber jetzt in den nächsten paar Tagen, glaube ich, wird sich das noch ein bisschen steigern. Ja, ich bin eigentlich auch erstmal überrascht gewesen, dass doch so viele kommen, aber ich glaube auch, dass das, ich sag mal, das Dankeschön von den Fans an mich ist. Ich habe dann wahrscheinlich die letzten 23 Jahre dann doch nicht so viel verkehrt gemacht. Was waren für dich so die schönsten Momente in dieser 23-jährigen Karriere? Ja, natürlich immer, wenn man irgendwas gewonnen hat, die Meisterschaft, ne, den Pokal und natürlich auch den Sprengler Cup. Und ich glaube, das sind so Momente, wo man dann dafür lebt, im Eishockey zu spielen. Aber ich glaube schon, dass ich da auf alle Fälle ein bisschen Gänsehaut bekommen werde, weil es ja jetzt nicht allzu alltäglich ist.